Unsere Kirche ist ein Ort des Gebetes. Die Kerzen auf dem Taufstein brennen, die von Besucherinnen und Besuchern angezündet werden. Ich lese uns die Losung für Montag, den 23. März. Sie steht im Nehemia-Buch im 9. Kapitel. Herr, du bist allein. Du hast gemacht den Himmel und aller Himmel Himmel mit ihrem ganzen Heer, die Erde und alles, was darauf ist, die Meere und alles, was darinnen ist. Du machst alles lebendig. Als der Prophet Nehemia lebte, da war es eine Zeit großen Aufbruches und Umbruches. Der Tempel musste wieder aufgebaut werden in Jerusalem. Es war etwa das 4., vielleicht das 5. Jahrhundert vor Christus. Große Umbrüche, große Unsicherheit. Wie wird es weitergehen? Nehemia erinnert die Menschen an das, was früher immer Halt gegeben hat. Die Gottesdienste im Tempel, die alten Geschichten, die Erfahrungen. So wie wir uns in diesen Tagen besinnen, was uns Halt gibt. Wir entdecken auf einmal, dass wir uns in der Nachbarschaft helfen können, dass wir einander brauchen und einander nützen. Zeiten großer Umbrüche und dann die Frage, wie geht es weiter? Wie ordnen wir unseren Alltag so, dass es gut ist? Zur Zeit Nehemias musste die Stadt Jerusalem neu aufgebaut werden, der Tempel neu aufgebaut werden. Und die große Frage, wie geht es weiter? Das Lob, das Gott Nehemia für Gott spricht, es überschlägt sich förmlich. Du hast geschaffen den Himmel und aller Himmel, Himmel. Die Größe Gottes sieht er. Das, was wir erleben, das, was uns trägt, es ist Gottes Werk. Er hat diese ganze Welt gemacht. Und auch wenn wir es manchmal mühselig, anstrengend oder beängstigend finden, Gott hat diese Welt gemacht. Er hält dieser Welt die Treue und er wird auch uns begleiten, heute an diesem Tag und in der Zeit, die vor uns liegt. Amen. Vertraut in neuen Wegen auf die Menschen.